herzlich willkommen zur Enthüllung der Schnabelknospe hier in der Botanica. Ich erinnere mich noch ganz genau an einen Satz von Wolf E. Schulz, der da sagte, das Thema Demokratie ist zu wichtig, um es in Vergessenheit geraten zu lassen. Und ich übergebe jetzt das Wort an Frau Marie-Louise Beck. Dieser Nachmittag heute ist genau so ein Zusammentreffen von aktiven Bürgerinnen und Bürgern, die sich verständigen auf Gedanken, die sie miteinander verbinden und die sie in dieser Weise, in dieser Stadt auch wirkungsmächtig werden sollen. Diese Gedanken sind Respekt vor allen Kreaturen, Respekt vor dem Anderssein und die Bereitschaft, sich mit Vielfalt auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass dieses Ort, dieser Rhododendronpark, ein guter Ort dafür ist. Ich glaube, dass diese Plastik eine gute Plastik dafür ist. Ich bedanke mich bei dem Künstler, bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Schönen Dank. Ich möchte auch gleich nun an Herrn Jürgen Weichert übergeben. Er ist Leiter der Arbeitsgemeinschaft Kunst vom Landesverband Oldenburgische Landschaft und kennt als Oldenburger Kunstkritiker schon seit, ich glaube jetzt mittlerweile 20 Jahren rund, das Schaffen von Wolf E. Schulz. Wolf E. Schulz ist ein Künstler unserer Zeit, auch dann, wenn er nicht auf dem Kunstmarkt zu finden ist und sich vom Ausstellungsgeschehen im Allgemeinen fernhält. Er hat seine nationalen und internationalen Beziehungen, er hat sein eigenes Netzwerk. Und er nimmt teil, wie Sie das hier sehen können, an der öffentlichen Diskussion. Er fühlt und leidet mit und drückt das als Künstler aus. Die Erkenntnis und die Kraft, Zeichen zu setzen, beides sind reiche und tiefe Quellen, lassen wir uns daraus schöpfen. Vielen Dank. Man sieht an allen Stellen ungleichmäßige Farbe. Das wird in 2 Jahren anders sein. In 2 Jahren bis 3 Jahren wird das Grau Anthrazit sein. Dadurch ergibt sich dann eine Oberfläche, die nur hier entstehen kann in dieser Art. Und die soll auch nicht konserviert werden. Die soll sich jeden Tag ändern können, wie wir das vielleicht auch für uns in Anspruch nehmen wollen. Wir wollen uns zu dem ändern, wer wir eigentlich sein wollen. Und damit habe ich eigentlich alles gesagt. Das
in Wildeshausen, vor dem Kreishaus, dort stand die erste Plastik. Fast 20 Jahre später wurde die dann von Metalldieben zerstört. Und das ist natürlich kein gutes Gefühl, wenn man sowas erlebt. Das ist ein Schlag in die Magengegend. Ja. Im Grunde genommen ist es so, dass mein Sohn mich dazu gebracht hat, das neu anzufangen. Also er hat mal gesagt, ja, schade, dass ich das meinen Kindern nicht mehr zeigen kann in Wildeshausen. Ne? Das war eigentlich so der Funke, dass die Patrone losging. Und dann habe ich mir nach so einem Gespräch einen großen Styroporblock besorgt und habe den dann skulptiert. Im Allgemeinen denke ich, dass wir uns dass nicht allen bewusst ist, wie wertvoll die Demokratie ist und dass es eigentlich jeden Tag Arbeit kostet. Und wir gehen zur Arbeit, sind erschöpft abends und haben dann Lust, ein Krimi zu sehen und haben dann keine Zeit mehr, über was anderes zu denken. Aber es ist eben wichtig, dass wir mit unseren Freunden darüber reden. Die Sehnsucht, dass die Demokratie sich weiterentwickelt, dass sie wächst, dass sie praller wird, dass sie unumstößlicher wird, dass sie aber auch so etwas wie eine Blüte hat, also dass man sie lieb gewinnen kann, dass man sie schätzt. All das ist ja in diesen Pflanzensymbolen drin. Wir haben hier an der Schnabelknospe ja ein größeres Volumen noch, mehr Knospe fiel mir dazu ein. Jemand sagt, wie kommst du denn auf Knospe, das ist doch so aggressiv. Da habe ich ihn an die Hand genommen und habe ihm eine Rosenknospe auf meinem Vorhof gezeigt. Da staunt er und sagt, ja, du hast recht, nämlich die Zähne waren da auch zu sehen. Nicht die Stacheln, sondern an der Blüte gab es durch grüne Schutzblätter ganz spitze Formen. Es ist alles zu verkaufen. Ich habe auch alles verkauft, was jemand kaufen wollte. Manchmal habe ich abgelehnt, habe ich das zurückgekauft. Oder ich habe verweigert, weil ich merkte, die Leute, die sind nicht dafür geeignet. Da steht meine Skulptur nicht gut. Das ist auch schon vorgekommen. Ideal muss man das umwandern können, also keine Wiese, die zu betreten verboten ist, sondern es sollte auch angefasst werden dürfen. Es sollte man Nähe zu diesem Symbol, zu diesem Wachstumssymbol, sage ich mal, dürfte man haben und man sollte damit träumen, also seine eigenen Interpretationen machen. Früher habe ich die ersten 20 Jahre an meine Skulpturen dran geschrieben, bitte anfassen. Und da beobachtete ich, dass einige zurückzuckten, weil sie im Text nämlich das Wort nicht ergänzten. Also sie lasen nur bitte nicht anfassen, weil überall in Deutschland sind Schilder mit nicht anfassen, nicht berühren, nicht betreten und so weiter. Und es ist natürlich schön für einen Bildhauer, wenn die Leute haptisch dabei gehen, es anfassen, berühren, dran klopfen und mal dran schmecken und alles diese sinnlichen Wahrnehmungen wieder aktivieren in sich. Musik